Halli, hallo, Hallöle, zurück im schönen Städtelein South Park. Da steht der Jude mit dem Dildo und freut sich. Tja, wir gehen mal aus der Tür raus. So war das, genau. Sind immer erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen. Oh, Kenny! So. Was haben wir denn für Missionen eigentlich? Wir sollen die Goth-Kids rekrutieren. Dann haben wir noch mal alle Jahren. Schweinebärmann, Großwildjagd mit Jimbo oder Timmy Express und Versteckspiel. Ist auch alles noch irgendwie offen. Von den Klamotten her ist das halt noch ein bisschen ein Problem, weil wir hier nichts wirklich Gossiges am Stissel haben. Gut, Hut ist egal. Aber die Klamotte hier, die ist halt irgendwie noch ein Problem. Da weiß ich jetzt im Moment noch nicht, wie man da verfahren soll. Deswegen müssen wir jetzt erst noch mal gucken, was sonst noch so geht. Timmy Express fehlt uns auch noch einer, wobei ich im Moment nicht weiß, wo der sein sollte, könnte, aber den werden wir schon noch finden. Hier liegen überall irgendwelche Sachen rum. Und da oben ist ein... So, und den können wir ja jetzt nutzen. Genauso wie den da. Und dann kommen wir da oben an die Kiste dran. Da ist Beatnik-Schnurrbart. Und Klappenhandschuhe. Aber ansonsten nichts groß Interessantes. Gehen wir wieder runter. So, aber die Dinger können wir ja jetzt auch mitnehmen. Das sollten wir dann auch tun. Haben wir hier irgendwas? Nö, ne? Ja. Da oben ist noch ein Dingens auf dem Dach. Das Dingens vom Dach. Nur keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Vielleicht über das Fotodojo. Bam, badam, bam, bam, bam. Taco, taco. Durch Abschluss. Kommandiert, nein, Short. Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Ah ja. Komm, sing it to me, come on! Taco, taco! Taco, taco? Dann nicht. Also da kommen wir noch nicht weiter. Da hinten ist noch ein Räumchen, aber da mal keinen Schlüssel zu. Ziehen wir mal weiter. Ich könnte natürlich auch mal auf die Karte gucken. Ey, Jünger! Oh! Ob wir hier noch irgendwo was finden, ob wir hier irgendwo noch Quests angezeigt kriegen. Großwild, das ist mit Jimbo. Da können wir mal gucken. Da waren wir dran, oder? Ja, natürlich. Hier. Fahren wir mal rein. Oh, Einkaufstaschen. Kaputte Einkäufe. So, da oben ist ein Vögelchen. Das kann man natürlich abschießen, aber was das bringt, das weiß man auch nicht. So, I used to be sad, but I found Jesus at the. Oh! Interessiert nicht. So, wir können noch mal da unten reingehen. Weil sich nämlich jetzt für uns die Situation verändert hat.
Hoppla! Badadam! Geht nicht. Wir haben nämlich jetzt... Zack, die Aliensonde und damit kommen wir da rüber. Walküre! Taco Taco! Da kommen wir nicht irgendwie durch. Ne, dann gehen wir mal da runter. Ist ja alles nicht so lecker hier. Oh, toll, ein Club Kaiser. Aber womit das spricht? Der lässt mich nicht durch. Wer ist dahinter? Nö. Oh, das muss man aber echt gut timen. So, jetzt aber mal Schluss. Ich verstehe, Kenny. Oho, ich höre Stimmen. Nee, ich glaube, die Blöre will ich nicht rein. Gehen wir mal dahin lang. Audio! Ich sehe dich, Kenny. Ah. Das war eigentlich nicht der, den ich wollte. Das war lustig. So, was haben wir denn hier? Da ist ein kleines Häuslein. Wo geht's da noch hin? Da ist wieder so einer. Da ist ein Ratten dahinter. Da können wir aber mehr nicht machen. Aber da ist ein Häuschen. Und da drin. Was haben wir denn da? Mr. Hanky! Gosh, thanks for coming to visit! But here, every day is Christmas! So when I say howdy ho, you gotta say howdy ho, Mr. Hanky! Give it a try! Howdy ho! Hmm, guess they let anybody down in the sewers these days. Who's at the door? Is that the guy with my pills? No, it's not anyone with pills for you, darling, okay? I called that motherfucker 3 hours ago! This is my lovely wife, Autumn. She celebrates Christmas with vodka and muscle relaxers. And here, every day is Christmas. Wait, where the fuck are my kids? What do you mean, where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit 4 months ago when you threw up on her. Don't you fucking yell at me! Don't you excuse us a minute. Don't you ever embarrass me in front of a stranger like that! You're drunk! You're drunk, Autumn! And you don't know where your kids are! Fuck you! They're your kids too, you piece of shit! No, fuck you, Autumn! Fuck you! Howdy ho! Listen, I gotta get my wife some help! Could you go look for our children? I sure would make it worth your while! There's Simon, Amber, and Cornwallis! Tell them their father wants them home right away! My baby! You're a fucking train wreck! Alles klar. Ich soll Scheißkinder suchen. Euer Ernst. Na gut. Du sagst es. So. Hier haben wir ein ähnliches Problem. Ich war da fast drüben.
hab's doch geschafft. Hab ich den ersten Angriff? Nein. Aber egal. Ich bin gut im Verteidigen. So habe ich nur 1 CP. 1 CP halte ich für ein bisschen zu wenig. So. Und Action! So. Oh, was haben wir denn hier? Kenny reitet auf einem magischen Einhorn und trampelt eine Reihe von Feinden nieder. Das klingt ja witzig. Drücke die angezeigten Tasten. Ach, hey, okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Jetzt haben wir ja als Lea mal hier fahren. Okay. Wo sind denn angezeigte Tasten? Ich sehe keine angezeigten Tasten. Wo sind sie? Ach, da. Los. Oh mein Gott, I killed Kenny. Macht aber nix. Geld und eine kleine Bote nehmen wir alles. Hey, over here, mister. Please get me down. I'm cold and hungry and I stink like shit. Alles klar. Geh mal hier hoch, mal gucken, ob es hilft. Könnte helfen. Muss doch irgendwie das Ding hier auskriegen. Gehen wir mal hin rum. So. Läuft doch. Thanks, mister. I wish I had a safe and warm environment in which to thrive, but I don't, so I guess I'll go home. So, wir haben Amber gefunden. Das ist doch schon mal was. Und wir haben eine neue Nachricht von Mr. Marsh. Was will der denn von uns? Oh, ein neuer Freund. Hey. Wenn 20 Leute bei diesem Post auf Gefällt mir klicken, kann ich ein iPad gewinnen. Ja. Danke, dass du mit uns gespielt hast. Das kennen wir ja schon. So, geht's hier noch weiter? Nein. Macht aber noch Howdy Ho in den dunklen Tiefen. Der Kanal. Isation. So, der kann meinetwegen weiterfließen, das sollte mal außen rumlaufen. Tempotrank und noch ein Klumpen Scheiße. Wir können so viel Scheiße werfen, das gibt's ja gar nicht. Drei Tropfen Glibber von der Decke. Audio! Help! Pack es ja nicht, mich anzugreifen. Okay. Hier müssen wir härtere Geschütze auffahren, deswegen gibt es einen Anti-Penner-Juden. Got any change? Jitsu! Zum Angriff! Au. Zaga! Au. Yeah! So, der ist betäubt. Ja, und dann kenne ich jetzt die Möglichkeit. Wir probieren das mit dem Einhorn nochmal. Das war gar nicht so schlecht. Ja, just give me whatever you got on you. I'm good for it. Wir müssen nur schnell genug sehen. Kommt das nochmal? Ja. Hey! Yeah! Komm doch her, komm doch her! Wenn du was willst! Oh. Du blutender Penner! Da sind wir noch ein bisschen benommen. Von dem geben wir es jetzt mit unserem Megadildo. What I do! So, weg ist er. Ich hab immer noch mein Schild. So. That's not nice. Wanna play rough, huh? Okay, das war jetzt so berühmt. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt wird er von uns noch beschnitten.
Oh, come on! So, da guckst du jetzt, hä? Und Penny schießt ein paar Pfeile auf die blöde Maus und dann ist die auch weg. Und wieder ein paar Penner umgesiedelt.